Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. Diese klugen Worte stammen von Henry Ford und sie passen perfekt zu Matthias Schattleitner. Mit einer fundierten Ausbildung in den Bereichen Tourismus, Betriebswirtschaft, E-Business und neue Medien arbeitet er als Operations Manager bei Ski Amadee. Seit kurzem hält er die Geschicke der Schladming-Dachstein-Tourismus in Händen. Wie er denkt und wo seine persönlichen Prioritäten liegen und wohin der Weg gehen sollte, erzählt er uns im folgenden Gespräch. Matthias Schattleitner, herzlichen Dank für deine Zeit, die jetzt sicher sehr knapp bemessen ist. Du bist ein Mann unserer Region, du bist ein sehr erfolgreicher Mann. Wie würdest du dich persönlich charakterisieren? Danke, ich glaube, das Wort war schon ganz gut. Regionsverbunden bin ich auf alle Fälle. Bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, der was immer sehr hohe Ziele steckt und auch hoffentlich diese auch immer erreicht. Weil ich genau weiß, nur so kommt man auf der Karriereleiter weiter und ich glaube auch, nur so kann man den besten Job machen für die Region. Jetzt warst du im Vorfeld Operations Manager bei Ski Amadee und du hast mit Schladming-Dachstein einen sehr schönen, aber auch sehr großen Brocken übernommen. Die Region ist erfolgreich. Was waren deine Intentionen oder was hat dich zu diesem Schritt, zu diesem Wechsel bewogen? Ja, die Arbeit bei Ski Amadee war sehr spannend, sehr gut. Ich war jetzt fast die letzten 10 Jahre dort und ich glaube, da haben wir eine sehr erfolgreiche Arbeit gemacht, weil einfach auch viel weitergegangen ist, wir viele gute Projekte umgesetzt haben und da war auch ein super Team und es hat Spaß gemacht. Es war auch eine gute Komfortzone, es hat wirklich alles sehr gut gepasst, aber natürlich als ehrgeiziger Mensch und noch dazu als Schladminger ist so eine Sache, wenn du Schladming-Dachstein Geschäftsführer werden kannst, da musst du dich bewerben, da musst du dabei sein, denkst du natürlich, weil irgendwann bereust das, wenn du das nicht getan hättest und da habe ich mir auch wirklich sehr lange überlegt, ob das sinnvoll ist, weil ja das doch ein nächster Schritt ist und wenn man was Gutes hat, will man es ja nicht immer gleich weggeben, weil alt bewährt ist ja meistens gut. Trotzdem ist natürlich für einen ehrgeizigen Menschen das schon eine Sache, wo man einfach nicht drum rumkommt und ich bin jetzt nach 2 Monaten aktiver Amtszeit sehr froh, dass ich das gemacht habe. Völlig neue Herausforderung. Welche Aufgaben, welche Ziele steckst du jetzt dir persönlich? Ja, persönlich gilt es, glaube ich, den Trend der Zeit wirklich Rechnung zu tragen und einfach die Region auszurichten auf die zukünftigen Herausforderungen. Es ist ja ein Wandel im Tourismus, die Leute fragen kurzfristiger an, sie bleiben kürzer, das heißt, sie brauchen mehr Gäste, um die gleichen Betten zu füllen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man die Region eintrimmt auf das, dass man sagt, okay, wir haben neue Herausforderungen, wir müssen noch stärker zusammenrücken, damit wir gemeinsam den Kraftakt bewältigen können. Jetzt sind wir da heute am Reißlerhof, der ist am Mitterberg, relativ im Zentrum deines Wirkungsbereiches, sage ich jetzt einmal. Wie schwierig ist es, eine ganze Region richtig oder gerecht zu behandeln? Ja, die Region Schladming-Dachstein geht ja von Bichl-Reitalm bis nach Donnersbach-Wald runter. Ist eine sehr spannende Region, weil wir den Gästen viel bieten können. Wir haben im Sommer ist das Hauptprodukt sicherlich der Dachstein, wenn man jetzt auch die Zahlen sieht. Aber der kommt ja nicht nur wegen der Dachstein, der kommt ja auch wegen dem wilden Wasser, der geht aber auch zum Schwarzen See rein, zur Bratlanhütten. Und der Gast im Sommer ist mobil, der fährt auch mal rein in die Planalm oder nach Donnersbach-Wald. Also ich glaube, dass wir da ein sehr gutes Produkt haben. Und im Winter haben wir zum Glück auch ein sehr gutes Produkt. Wir haben die Schladminger Vierbergeschaukel natürlich als Zentrum, aber wir haben auch gute Familienskigebiete, die Planalm, die Riesenalm, die sind super unterwegs. Und wir haben einfach ein gutes Portfolio, was wir den Gästen anbieten können. Und ich glaube, da muss man die nächsten Schritte setzen. Schladming-Dachstein per se ist ein gutes Dach. Wir können uns damit international sehr gut vermarkten. Wir haben den Top-Brand, wie man sagt, Schladming durch die Ski-WM natürlich. Da ist auch Nachhaltigkeit da. Der Dachstein ist der zweitbekannteste Berg in Österreich, auch sehr wichtig. Und ich glaube, für die Orte zählt es eben dann, dass man sich unter diesem Dach positioniert und sagt, okay, ich bin der Ort XY in der Region Schladming-Dachstein. Und wenn wir da in die nächsten Jahre vorankommen, dass man sie gemeinsam findet und sagt, wo sind die Schnittpunkte, wie kann man gemeinsam am Markt auftreten, ich glaube, dann können wir sehr viel Potenzial abrufen. Jetzt sehen wir, ich sage das jetzt bewusst so, in der Region, wir sind alles sehr spezifische, eigenwillige, liebenswerte Menschen. Wie wichtig ist für dich, wie siehst du das persönlich, deinen Zugang zum Vermieter, den Umgang mit dem Vermieter?
Das ist ein sehr gutes Stichwort, Margit. Also das ist eines meiner Hauptanliegen oder auch meine ersten To-Dos, was ich gehabt habe und was wir jetzt auch schon in Umsetzung sind. Der Vermieter ist nämlich einer der wichtigsten in der ganzen Region, weil er hat den direkten Kontakt zum Gast. Er ist der Einzige, was direkt mit dem Gast jeden Tag reden kann. Und ich glaube, da ist halt die Sache in unserer Region so gut, die Herzlichkeit. Weil gerade wir sind bekannt für unsere Herzlichkeit, darum kommen auch die Gäste so gern, egal ob du auf einer Skihütte sitzt oder beim Vermieter am Abend dabei sitzt. Und da ist für mich, vor allem für mich als Region sehr wichtig, dass wir schauen, dass wir die Vermieter optimal informieren. Und da arbeiten wir auch schon an einem neuen Vermieterinformationsbereich im Internet, weil, okay, digital geht es am einfachsten. Der war früher nicht so übersichtlich. Wir wollen das verbessern, damit es einfach übersichtlicher, schneller, schöner, besser wird. Weil man weiß ja heutzutage, E-Mails werden ja leider nicht immer gelesen. Man hat keine Zeit, weil man einfach meint, ach, schon wieder E-Mail, man liest nicht. Da haben wir auch was verbessert, dass es übersichtlicher schon wird. Also das waren schon meine ersten Sachen, wo ich gesagt habe, da müssen wir was tun, weil einfach das sehr wichtig ist, dass die Vermieter über alle Aktionen, über alle Produkte, über alle Sachen informiert sind. Und vielleicht da auch noch eine Anmerkung dazu. Momentan passiert ja alles nach dem ganzen Push-Prinzip. Das heißt, wir schicken was aus, zentral von der Region, und der Vermieter lest es oder lest es nicht. Schön wäre, wenn alle das lesen würden natürlich. Ich glaube, der Wandel der Zeit bringt es mit sich, dass da ein duales Prinzip sein muss. Also nicht mehr nur Push, wir schicken aus, sondern dass der Vermieter aktiv oder die Einheimischen oder wer auch immer Informationen braucht, aktiv Informationen abholt. Nur da brauchst du eine Grundlage eben, und das ist ein neuer Vermieterbereich, der was jetzt dann ab Dezember online gehen wird, wo wir wirklich schauen, dass es übersichtlich wird, Mehrwertinformationen drin sind und vielleicht da Sachen mitschicken oder dort draufstehen, die was sehr interessant sein könnten. Wie entwickeln sich Märkte? Warum macht man irgendwas? Das hat ja alles irgendwo eine Grundlage. Wir machen ja nicht einfach nur aus dem Bauch raus, wobei das Bauchgefühl sehr wichtig ist, möchte ich auch sagen. Aber man braucht Datengrundlagen, warum man Entscheidungen trifft. Und die werden wir dort auch draufstellen, damit das alles nachvollziehbar ist. Also nicht nur für, sondern auch mit dem Vermieter. Genau, großartig. Richtig. Matthias, jetzt hast du selbst im Vorfeld gesagt, du hast von unglaublich vielen Stunden gesprochen, die du im Moment noch nah zu bewältigen hast. Du hast einen Job noch zu erledigen und bist aber schon mittendrin in Schladming-Dachstein. Das ist jetzt ein kleines bisschen persönlicher. Wie motiviert man sich? Womit motiviert man sich, um da wirklich immer top da zu sein? Ja, die letzten zwei Monate waren so speziell, wenn man sagt, okay, ich war jetzt vor Oktober, November doppelschichtig unterwegs, eben einerseits Schladming-Dachstein, andererseits Ski-AMAD. Da hat es auch noch gegolten, wichtige Projekte fertig zu machen. Das ist auch irgendwo mein Anstand, dass ich sage, okay, ich mache Projekte fertig und lasse nichts Halboffenes hinten. Und ich glaube, der Christoph Eisinger wird es bestätigen können, nach Ende November, dass die Projekte wirklich professionellst abgewickelt worden sind und da alles Hand und Fuß hat. Und wir haben auch noch viele Sachen umgesetzt, damit man mal die nächsten Jahre auch schon mal eine Richtung gebracht hat. Das war gut und wichtig. Und nachdem wir auch mit Schirmete weiter zusammenarbeiten, natürlich war es mir wichtig, dass das passt. Zum Zeitmanagement, ja, ich meine, die zwei Monate nehme ich nicht als Beispiel her, aber ich kennst aus der Vergangenheit, man braucht einfach ein perfektes Zeitmanagement. Du musst dich selbst organisieren, damit das passt. Und du hast ja eh schon angesprochen, du brauchst diese Ausgleichsphasen. Ohne dem geht es nicht. Und für mich ist der beste Ausgleich immer die Natur, die Region. Also ich bin im Sommer, so gut es geht, wenn das Wetter auch passt, und heuer war ein super Sommer vom Wetter, immer auf die Berge unterwegs. Gerne einmal von 6 in der Früh bis 3 Nachmittag auf dem Hochkolling oder wo auch immer auf, dass man sagt, okay, man macht wirklich schöne Touren, man erlebt die Geschichten. Und wenn du dann oben am Gipfel stehst, dann schaltest du richtig ab. Und du bist allein oder mit Leid, je nachdem, wo du halt gehst, ob du auf Trampelpfaden gehst oder auf einsamen Wegen. Und du hast einfach das Gefühl der Freiheit. Und im Endeffekt ist das ein guter Mix aus Sport. Ja, du bleibst fit, baut Stress ab und du fühlst dich frei. Und das ist ein guter Ausgleich. Und das ist mir auch wichtig. Im Winter ist halt Skifahren oder Langlaufen. Und ja, es befreit einfach. Ohne dem, glaube ich, war ich nur ein halber der Mensch. Mhm. Matthias, was ist für dich wichtiger, Teamfähigkeit oder muss beides sein oder eine gute Führungskraft zu sein? Wie wiegt man das ab? Was ist bedeutsamer? Ja, Margit, beides ist sehr wichtig, weil natürlich da brauchst du einerseits ein gutes Team, damit du gemeinsam an den Zielen arbeiten kannst. Bei uns arbeiten in Schladming-Dachstein 12 Mitarbeiter, sehr tüchtige, sehr fleißige Mitarbeiter, und die machen alle einen guten Job. Ich alleine kann vermutlich fast nichts umsetzen, weil allein bist nichts. Du musst immer ein Team haben, was die Sachen umsetzt, damit man am gemeinsamen Ziel arbeiten kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da eine Führung auch braucht, eine Führungskraft. Weil wenn jeder für die 12 Mitarbeiter oder in jeder Branche, egal wo,
wenn jeder für sich dahin arbeitet, gibt es vermutlich bei 12 Mitarbeitern 12 Richtungen. Und da braucht es eben auch eine gemeinsame Sichtweise und da gehört die Führungskraft dazu, wo man dann gemeinsam an diesem Ziel arbeitet. Eine letzte Frage. Jetzt haben wir die Ski-WM gut abgearbeitet. Irgendwo ist der Zähler wieder auf Null gestellt. Der Sommer war ein schöner. Wo geht dein, euer Weg, wo geht der Weg von Schladming-Dachstein hin? Die Ski-WM ist sicher ein sehr wichtiger Impuls gewesen. Es sind viele sehr sinnvolle Investitionen getätigt worden. Wir haben auch mehr Betten dazu gekriegt. Es sind Sachen in Modernität und Komfort investiert worden. Das war, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Wir haben auch heuer einen Rekordsommer mit fast 900.000 Nächtigungen in der Region gehabt, plus 10%. Das ist sehr gut. Also die Ausgangslage und die Richtung stimmt. Aber du hast schon richtig gesagt, es ist Zähler Null. Okay, was passiert nach der Ski-WM? Und ich glaube, jetzt sind wir hoffentlich so weit, dass man die nächsten Projekte auch gut angehen kann. Das geht einerseits in die Richtung, dass man in der Region einfach nur enger zusammenrückt. Also wir müssen einfach stärker zusammenrücken, stärker zusammenarbeiten, um gemeinsam an dem Strang zu ziehen, weil einfach das Marktumfeld wird schwieriger. Die Wirtschaftskrisen kommen nur dumm, das Budget wird kürzer, Budgetlöcher, keiner will mehr für den Urlaub Geld ausgeben und es wird einfach schwieriger, Gäste anzulocken. Das heißt, du musst noch mehr bündeln, du musst noch stärker gemeinsam am Markt auftreten, damit du Erfolg hast, weil du brauchst mehr Gäste, weil kürzere Aufenthaltsdauer, wie wir zuerst schon gesagt haben. Das heißt, man muss weiter daran arbeiten, gewisse Kirchtürme abzubauen, um gemeinsam einen Strang zu ziehen. Und das ist vielleicht auch ein Beispiel, was wir bei Amadee sehr gelebt haben. Da ist auch Ski Amadee im Vordergrund gewesen, natürlich immer mit den großen Skigebieten. Aber da hat man gesehen, was Kooperationen bewirken kann, wenn man gemeinsam ein Ziel verfolgt. Und vielleicht auch ein Beispiel aus unserer Region, und das kann man in jeder Branche sehen oder in jedem Umfeld, allein ist man halt nicht so gut, wie wenn man gemeinsam ist. Und ein Beispiel, die vier Berge Skijockel Schladming-Dachstein vom Hauser Keibling, Planeia, Hurzen, Reitdalm, ein Top-Produkt, international sehr stark nachgefragt, durch die Ski-WM erst recht. Aber man stelle sich vor, es war halt nur ein Berg allein. Ein Berg allein ist sicher ein Top-Produkt, ist sicher für die Gäste gut nachgefragt, sagt jeder, ein toller Skiberg. Aber richtig erfolgreich ist sie dadurch geworden, weil es vier Berge zusammen sind. Und so sehe ich das auch als Region. Wir haben gute klingende Namen, wir haben Hotspots, mein Schladming-Rohrmoos, Bichl-Reitalm, Hauser Keibling, Gröbmingerland und so weiter, Planeralm, Donnersbach-Wald, Riesenalm, Bergregion Grimming. Super Orte, alle für sich gut, aber nur gemeinsam sind wir sehr gut. Und ich glaube, darin gilt es zu arbeiten, dass man auch die letzten Kirchtürme nur minimiert, sagt, wir brauchen eigentlich nur eine Region, wir müssen stark nach vorne treten, weil das ist in der Auslage. Das verkauft man dem Gast, Schladming-Dachstein, und da gehört halt alles dazu. Und ich glaube, da findet sich auch jeder wieder. Nur, wie man die generellen Vorzeichen kennt, ist natürlich auch immer Überzeugungsarbeit, weil nicht umsonst gibt es im Tourismus kaum klassische Destinationen, wo das reibungslos funktionieren würde. Matthias Schadleitner, wer bist du privat? Privat ein sportlicher Typ, der was sehr gern, wie gesagt, im Winter Langlaufen, Skifahren geht, im Sommer von einer einfachen Spazierrunde bis hin zum Berggehen, Mountainbiken, Radfahren, der was gern reist, also der was wirklich jede Freizeit, wo sie nicht in der Region verbringen will, auch gerne mal öfters im Jahr einfach kurz Urlaub wohin fahre. Weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man immer über den eigenen Tellerrand blickt. Mhm. Denn wenn man immer nur in dem eigenen Viertel bleibt, dann sieht man nie, was die anderen machen. Und ich habe in meiner Vergangenheit schon sehr viele Reisen gemacht und werde hoffentlich in Zukunft auch noch einige Reisen machen, weil da nimmt man auch immer sehr viel mit. Nämlich andere Kulturen, andere Gegebenheiten und auch vom Touristischen her andere Umsetzungslösungen. Und ich glaube, das bringt dann immer weiter, wenn man woanders war, dass man dann zurückkommt und sagt, erstens einmal, bei uns ist wirklich schön daheim, das sagt man sicher. Und zweitens aber, es geht auch anders. Erlaube mir ein Zitat. Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig. Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. Das hat der Albert Einstein gesagt. Wie würdest du das interpretieren? Also ein sehr interessantes Zitat, weil es natürlich mutig ist, wenn man irgendwo was eingesteckt hat, wieder wegwirft. Das ist ja oft in der heutigen Kultur, in dieser ganzen materialistischen Welt nicht so, dass ich einfach das haben will und das haben muss und dann wieder wegschmeißen tue ich es eigentlich nicht gern, weil ich möchte ja nur mehr und nur mehr und nur mehr haben. Aber ich glaube, das ist oft wirklich wichtig zu sehen, okay, man kann es besser machen. Und das passt auch gut zu der Tellerrand-Geschichte. Wenn ich mache, ich bin gut, ist es schön. Ein anderes Zitat, was ich jetzt da gern bringen möchte, ist, wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und ich glaube, man muss einfach
laufend sich verbessern, optimieren. Natürlich gibt es irgendwo ein Ende, aber wer aufgehört hat, das einfach optimieren zu wollen, der kann immer besser werden. Der wird eher versagen. Matthias, abschließend erlaubst du mir drei ganz kurze Wordrap-Fragen mit einer ganz kurzen Antwort. Wo würdest du dich gerne in 10 Jahren sehen? 10 Jahre, lange Zeit. 2 10 Jahre bei Schirmer, 10 Jahre Schlag mit Dachstein. Würde ich sehr sehen, ja, vielleicht auf einer Preisverleihung, wo Schladming Dachstein der Award verliehen wird für eine der besten Ganzjahresdestinationen in den Alpen. War schön. Matthias, was bedeutet Heimat für dich? Heimat ist für mich ein ganz klarer Satz, da bin ich her, da gehöre ich hin. Und natürlich Heimat, Berge, Natur, Freizeit. Dein Lieblingsplatz? Ist am Gipfel des Berges. Schön. Und abschließend, was wäre deine Lebensweisheit? Oder gibt es eine? Carpe diem, gibt es ein schönes lateinisches Sprichwort, heißt eigentlich nutze den Tag, aber heißt zugleich auch genieße den Tag. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einerseits den Tag nutzt, dass man wirklich was weiterbringt am Tag und nicht einfach nur sinnlos herumlamentiert, sondern auch was bewegt, aber auch den Tag genießt und auch Zeit zum Abschalten findet, weil das Leben besteht immer aus beiden. Aus der Arbeit, die was erfolgreich sein muss, aus der Familie, die was sehr wichtig dazugehört und aus der Freizeit. Und ich glaube, das muss man unter den Hut bringen. Das ist nicht immer leicht, gerade nicht in meinem Job, aber es muss, die drei Säulen müssen bedient werden und da muss man es nutzen. Matthias, ich danke dir herzlich für das Interview. Ich war gespannt, wer mir gegenüber sitzen wird. Du bist ein Mann, mit dem die Region Schladming-Dachstein, denke ich, sehr gerne in die Zukunft gehen wird. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Danke, Margit. Bitte sehr.